Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem wunderschönen YouTube-Account. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Clive und ich bin für 10 Monate im Ausland mit der Organisation Kulturwerke Deutschland. Ich befinde mich in dem wunderschönen Staat und vor allem warmen Staat South Carolina. Ich habe mich langsam eingelebt und gehe bereits zur Highschool, aber alles fühlt sich immer noch an wie ein Film und ich kann es immer noch nicht realisieren, dass ich genau hier bin, vor Ort bin und gerade meinen Traum erlebe. Ich dachte einfach, dass ich euch mal durch den Alltag mitnehme, vom Frühstück bis zum Abendessen. Bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Like, kommentiert, subscribe diesen YouTube-Account für mehr Content. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Zusehen. Nina wants to play, right? Yeah. Here. Ouch. All right. Nine. Also es ist jetzt, glaube ich, ungefähr 6.20 Uhr. Um diese Uhrzeit gehen wir meistens mit den Hunden um den Block. Es ist noch sehr dunkel. Alle schlafen noch. Ja, aber wir müssen halt ein bisschen mit den spazieren gehen, damit die ein bisschen Auslauf haben. Nobe! Komm! Ups! Oh mein Gott! She's running away! Oh Mann! Das ist Nova, unser Hund. Und das ist Nina. They're so cute. Alright, that was good. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt schon geduscht, nachdem ich mit den Hunden Gassi gegangen bin. Ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen fertig gemacht, habe mich etwas geschminkt. Und jetzt wollen wir eigentlich, also meine Hausschwester und ich wollen jetzt eigentlich frühstücken, weil wir noch die Zeit haben. Wenn wir nicht die Zeit haben, dann frühstücken wir in der Schule, weil unsere Schule bietet so kostenloses Frühstück an. Und Unterricht, also beginnt um 8.30 Uhr. Da haben wir halt immer so, so eine Zeit, wo wir uns vorbereiten können auf den Unterricht, so 30 Minuten. Und danach um 9.10 Uhr beginnt First Period. Und ich habe in der ersten Stunde habe ich Fundamentals of Computing. Or of computers, I don't know. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit, versuche so gut mitzufilmen, wie ich kann. Und jetzt frühstücken wir. Die Hunde schlafen jetzt, glaube ich, schon. Oh, I'm gonna eat. Wir essen jetzt Lucky Charms. Wirklich sehr, sehr coole Cornflakes, die es in Deutschland fast gar nicht gibt. Oh mein Gott. I love it. Me too. Yeah. Should I? Is it a head? Yeah. Oh, oh. Oops. Wir sind jetzt in der Schule, wir gehen jetzt zum Frühstück. Wir gehen jetzt in die Cafeteria und es ist wirklich so heiß. Und die Sonne ist einfach gut am Morgen. You don't understand anything? Yeah. Lucas, talk. You have to talk. Since you're famous.
Oi, gente do Brasil. Hi, people from Brazil. Where are you from? Spain. And you? Japan. And you? I'm from Barcelona, Spain. And you? I'm from Spain. And you? France. And I'm here. Der Tag ist eigentlich schon fast vorbei. Es ist jetzt 21 Uhr. Heute machen wir nicht besonders viel. Wir werden vielleicht später noch einen Film gucken, meine Gastschwester und ich. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir jetzt kurz die Zeit, die ich habe, und mache einfach ein paar Hausaufgaben, die wir noch machen müssen. Und zwar müssen wir in Food and Nutrition so... Das ist eigentlich voll cool. Wir machen Memes über Küchenunfälle, die passieren können. Und ja, deswegen mache ich jetzt einfach schnell die Hausaufgaben, die wir noch zu tun haben. Das machen wir halt eigentlich abends, Hausaufgaben machen oder einen Film gucken oder noch was essen. Aber ich bin sehr voll nach dieser Pizza, die ich gegessen habe. Wir gehen auch gleich schlafen, aber wir spielen gerade Uno. Das machen wir halt meistens abends. Spiele spielen oder wir haben auch so ein Mandala, wo wir reinmalen können. Also wir gucken halt immer oder wir gucken halt eben Fernsehen. Ich esse jetzt Abendessen. Meistens essen wir immer so um 7:30 Abendessen. Aber heute ist es ein bisschen später geworden, weil wir noch mit Freunden waren und mit den Hunden draußen waren. Und heute gibt es zu essen. Wir essen jeden Tag was anderes. Heute essen wir Korn und Hähnchen und irgendwie so Kartoffeln und... Ja, so verläuft dann unser Abend. So Leute, das war es eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich zum Abschluss noch sagen kann, ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Auslandsjahr zu machen, macht es wirklich. Es ist die beste Entscheidung, die ihr je in eurem Leben machen könnt. Ihr erweitert einfach euren Horizont. Euer englischer Sprachgebrauch wird einfach viel, viel besser. Ich verstehe wirklich einfach alles und kann eigentlich auch irgendwie so alles sagen. Und auf jeden Fall lernt ihr auch neue internationale Freunde fürs Leben kennen. Danke nochmal fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.